Jesus, ich liebe dich. Hilf mir, dich mehr zu lieben. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir jetzt die Station seines Kreuzweges betrachten, wollen wir ihm, unserem gekreuzigten Herrn, begegnen. Statio bedeutet Halt machen, hinhören, nachdenken. Jesus hat viele, die sein himmlisches Reich lieben, aber wenige, die sein Kreuz tragen wollen. Viele folgen Jesus bis zum Brechen des Brotes, wenige bis zum Trinken des Kelches. Viele bewundern seine erstaunlichen Taten, wenige teilen mit ihm die Schmach des Kreuzes. Erste Station: Jesus wird zum Tode verurteilt. Als Pilatus die Anklagen und Drohungen der Juden hörte, ließ er Jesus hinausführen, setzte sich auf den Richterstuhl an den Platz der Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata heißt. Dann übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Herr, wir empfehlen dir alle, die zu Unrecht verurteilt werden. Wir bitten dich für jene, die falsche Anklagen erheben, für die Richter und Richterinnen, die ungerechte Urteile fällen, und für alle, denen wir selbst Unrecht taten, über die wir den Stab gebrochen haben. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Zweite Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Pilatus ließ Jesus geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zu dem Platz, der Schädelstätte heißt, auf Hebräisch Golgotha. Beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Jesus nimmt das Kreuz auf sich, belastet mit unserer Schuld. Im Schatten des Kreuzes ist die Schlange, die Sünde der ersten Menschen, die Schuld aller Menschen gegenwärtig. Kain erschlägt seinen Bruder Abel bis heute. Mord am Bruder, Mord mit und ohne Gerichtsverfahren, Mord mit oder ohne Todesurteil, Mord von Hand oder Hand in Hand. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Dritte Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Er war misshandelt und beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ein Wurm, kein Mensch, der Spott der Leute, vom Volk verachtet. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Herr, schau auf alle, deren Last zu schwer geworden ist, die nicht mehr weiterkommen. Mit deinen Augen schauen wir unsere eigene Schuld, unseren Egoismus, der die Last der anderen noch vermehrt. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Vierte Station: Jesus begegnet seiner Mutter. Simeon hatte einst zu Maria gesagt: Dieser wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Maria hat alles in ihrem Herzen bewahrt: den Gruß des Engels, die Nacht der Geburt, die Worte des Simeon, die sich wie eine Wand zwischen Sohn und Mutter geschoben haben. Frau, was ist zwischen mir und dir? Wer gab Maria in der Stunde des Abschieds Kraft? Hat sie geglaubt, Gott ist gut? Hat sie ihm auch im Dunkel vertraut? Sie hat es. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Sie soll uns ein Beispiel sein. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Auf dem Weg zur Hinrichtung trafen sie einen Mann aus Cyrene, der eben vom Feld kam. Es war Simon, der Vater des Alexanders und des Rufus. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Herr, hilf denen, die im Stich gelassen werden. Gib Kraft allen, die sich um gefährdete Menschen kümmern, den Kranken und Behinderten, den Betagten und Kindern beistehen. Gib allen, die sich zu dir bekennen, Kraft, die Last der anderen mitzutragen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Sechste Station. Veronika reicht Jesus ihr Schweißtuch. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde wegen unserer Sünden zerschlagen. Er wurde verachtet wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Herr, nicht mehr in deiner menschlichen Gestalt mit entstelltem Antlitz begegnest du uns heute, wohl aber in deinen leidenden Brüdern und Schwestern. Ihrem Namen sagst du auch heute: Ich suche jemand, der mich tröstet, aber ich finde niemanden. Wenn Menschen in Not auf uns zukommen, gib uns ein mitfühlendes Herz. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Herzliebster Jesus, was hast du verbrochen, dass man so ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten? Du wirst gegeißelt und mit Dornen gekrönt, ins Angesicht geschlagen und verhöhnet. Du wirst mit Essig und mit Galle getränkt, ans Kreuz gehauen. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plage? Ach, meine Sünde haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesus, habe dies verschuldet, was du erduldet. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Es folgte ihm eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus sagte zu ihnen: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage, da wird man sagen: Wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln: Deckt uns zu. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Jesus sagt den weinenden Frauen und uns: Mit dem, was an mir geschieht, müsst ihr fertig werden. Denn was kommt, ist weit schlimmer. Geschichte der sinnlosen Kriege, der brennenden Städte, der vergewaltigten Frauen, der Witwen und Waisen, Flüchtlinge und Vertriebenen, der Erdbeben und Feuersbrünste, des Raubes, des Mordes und des Diebstahles. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Neunte Station.
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Alle, die mich sehen, verlachen mich. Verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Niemand ist da, der hilft. Man kann all meine Knochen zählen. Sie gaffen und weiden sich an mir. Bin hinausgeschüttet wie Wasser. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Eben von Mauern der Teilnahmslosigkeit fällt Jesus zum dritten Mal. Schaulustige stehen herum, gaffen fasziniert, neugierig und hilflos. Jesus, auch wir fallen und können nicht weiter. Nur der Glaube hilft uns. Richte uns auf, um deiner Barmherzigkeit willen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Die Soldaten nahmen seine Kleider und machten 4 Teile daraus, so dass jeder einen Teil erhielt. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten seine Kleider unter sich und warfen das Los um sein Gewand. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Nichts haben sie Jesus gelassen. Nackt und schutzlos ist er zur Schau gestellt. Schau hin, schau nicht weg. Das bist du, das bin ich. So sehen wir in Wirklichkeit aus. Ecce homo. Seht, was für ein Mensch. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 11. Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. An der Stelle, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Verantwortliche entziehen sich der Verantwortung, halten sich in Gewohnheiten, setzen auf Vorschriften, schwören auf Paragraphen. Hände nageln Jesus ans Kreuz. Werkzeuge der Unmenschlichkeit, die nur Befehle ausführen und die nicht wissen, was sie tun. Herr, wir tragen vor dich hin die Schuld aller, die andere den Tod bringen. Unrecht durch Gewalt und Unterdrückung. Auch für sie wurdest du gekreuzigt. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Als es Mittag wurde, brach eine Finsternis über das ganze Land herein. Jesus sprach: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiliger, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, sah, was geschehen ist, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Jesus von Nazareth, der Urheber des Lebens, eingetaucht in den Tod. Sein Tod ist Ärgernis und Anstoß, Widerspruch und Heil der Welt. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch dein teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut.
Wir bitten, wahrer Mensch und Gott, durch deine Wunden Schmach und Spott, erlöse uns von dem ewigen Tod und tröste uns in der letzten Not. Hüte uns auch vor Sünd und Schand und reich uns dein allmächtig Hand, dass wir im Kreuz geduldig sein, geröstet durch dein schwere Pein und schöpfen durch die Zuversicht, dass du uns wirst verlassen nicht, sondern ganz getreulich bei uns stehen, dass wir durchs Kreuz ins Leben gehen. 13. Station. Grüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Maria hat Jesus angenommen, als er in ihr vom Himmel verheißen war. Sieh, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Nun, da Jesus den Willen des Vaters erfüllt hat, hält sie den toten Sohn in ihrem Schoß. Jesus, lass uns dich mit den Augen deiner Mutter sehen, dich so lieben, wie sie dich geliebt hat, dir treu sein, wie sie dir treu gewesen ist, damit wir in Wahrheit deine Brüder und Schwestern sind. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 14. Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer mir dienen will, folge mir nach. Wo ich bin, dort werden auch jene sein, die mir dienen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. Jünger und Jüngerinnen haben Jesus ins Grab gelegt. Müssen sie nun alle Hoffnung aufgeben? Denen, die Jesus nachfolgen, gilt sein Wort. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Auferweckung seines Sohnes hat Gott dieses Versprechen eingelöst. Du allein bist und ohne Hoffnung. Du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Wenn du voll Zweifel bist und dein Vertrauen auf Gott wanken will, immer gilt das Wort Jesus. Seht, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus, in deine Hände lege ich mein Leben, dir vertraue ich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Kreuz ist Heil zu finden. Darum stellen wir uns unter das Kreuz, Herr, und erbitten deinen Segen für die friedlose Welt und für uns selbst. Segne uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Sein Segen bleibe bei uns bis ans Ende der Zeit. Amen. Dem Betrachten des Kreuzweges oder der mit einhergehenden Beichte ist nach altem kirchlichen Brauch ein vollkommener Ablass verbunden. Gott segne Sie, mich und alle, die wir gemeinsam beten. Amen. Lobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.